Hiermit ist Lukas 2015 eröffnet. Dankeschön. He wanted someone, you know, he had all these problems and he wanted someone to help him out with them. Olha aqui seu reflexo, você vai devolver minha vida hoje, agora. Vida? Que vida? Quem disse que essa vida é sua? Você que me pediu. Agora eu sou o Fernando. Agora eu que existo pro mundo. Não você. The idea is you are responsible for yourself. Nobody can do nothing about your life. Only you can do that. Solche Filme haben ja normalerweise nie die Chance, in irgendwelchen Kinos zu laufen. Die würdest du ja normalerweise auch nicht sehen. Und das ist halt die Möglichkeit, hier die Filme, die noch nie irgendwo gelaufen sind, halt als erstes sozusagen zu sehen. We have to save her. Or I'll call the police. Schön, hier zu sein. Also ich freue mich einfach, dass ich in Frankfurt bin. Ne? Also ich komme aus Frankfurt, wie gesagt. Und es ist toll, dass man den Film jetzt zeigt. Die Reaktion von den Kindern jetzt beim Screening war toll. Ganz viel gefragt und wollten ganz viel wissen. Und cool. Mit Schafen könnte ich auch ganz gut reden. Aber das kann ich nicht mehr. Welche andere Rolle hättest du gerne gespielt? Dann habe ich gesagt, die Prinzessin natürlich. Und die wollten wissen, ob die Schwertkämpfe echt waren. Die wollten wissen, ob das alles echt ist, was sie da sehen. Naja, ich bin natürlich ein bisschen anders als andere. En ja, dat zou ik graag willen vertellen. Ja, zelf ben ik dat ook af en toe aan het zoeken. Wie ik eigenlijk echt ben. Ja, ik ben gewoon iemand die heel erg van voetbal houdt, niet van school houdt. En heel graag een jongen wil zijn en geen meisje. Früher hat sich das nicht so schön angefühlt. Es ist so, dass es jetzt immer noch schwierig ist mit den Medikamenten. Es war mir damals nicht klar, was das für ein langer Weg ist. Aber ich wusste einfach nur, dass ich mich nicht gut fühle. Dus ich hatte nicht echt heel veel erg in toen. Я все равно убежден, ты не умираешь, пока тебя кто-то любит, сказал дедушка. А если человека не видно, значит он кого-то превращается. After making the film for adults, we wanted to make very kind film for children to because it's like a little bit like memories, and because you know everybody, most of the people have their grandparents, their parents, and it's very important. Was very important for us to make such film. Ich
war schon heftig mit den Flüchtlingen, dass die ihr ganzes wegziehen müssen wegen dem Krieg und so oder weil sie kein Lebensmittel finden. Das war bestimmt aufregend für den Willi. Also ich bekomme ganz viel Feedback von den Kindern gesagt und zum Teil wurde mir eben gesagt, sie hätten nicht gedacht, dass das Problem mit den Flüchtlingen so ernst ist. Und jetzt war gerade eine ganze Reihe von Kindern da, die mich mal drücken wollten, einfach auch, weil das so ein Thema ist, wo man merkt, da muss man einfach zusammenhalten. Und ich glaube, das drückt sich damit auch ganz gut aus. Ich finde es toll, dass wir alle zum Strahlen gebracht haben. Und das sagt eigentlich alles. Also wenn ich an die verschiedenen Tage denke, die wir hatten die ganze Woche, dann haben in der Regel alle gestrahlt. Gäste, Kinder, ich. Hi Petra. So, I wanted to take a moment and give you this personal thank you for this amazing, warm and hospitable trip that I have had at this festival. Your hair is very inspiring, and I've basically just had an amazing time. I haven't really made any children's movies before, but I'm inspired to make more so that I can come back. Thank you so much. Hallo und herzlich willkommen zum Internationalen Kinderfilmfestival Lukas. Und da dürft ihr jetzt mal ein bisschen Krach machen, Leute. Der Titel, der gewonnen hat, ist Mr. Twister auf der Bühne. Gratulation von meiner Seite. Barbara, you won the Audience Award. How does that feel? I'm so lucky. It's such an honor. And I will be back with you guys. Und ich möchte euch als allererstes jetzt die ECFA-Jury vorstellen. Deswegen bitte ich zu mir auf die Bühne. Selma, Reinhold und Iris, kommt bitte nach vorne. Der ECFA Award beim Lukas Film Festival 2015 geht an About a Girl by Mark Monheim. Die möchte ich euch jetzt vorstellen. Hier sind Melina, Mathilda, Greta, Jafet und Nils. Also wir haben uns dieses Jahr dazu entschieden, eine lobende Erwähnung an den Film Leave to Remain zu vergeben, da er das aktuelle Thema der Flüchtlinge anspricht. Geht der Preis an den kubanischen Film des Regisseurs Ernesto Daranas Conducta. Der Sir Peter Ustinov Newcomer Award geht an den niederländischen Schauspieler Gijs Blom, der die Rolle von dem Kasper in dem Film Painkillers gut rüberbringt. Wir kommen zu den Hauptpreisen, zu den Hauptjury. Das ist unsere Lukas-Jury. Ich möchte sie euch vorstellen. Kommt bitte zu mir nach vorne. Für die Kinder Arthur, Finn, Lina und Amaryllis. Und für die Erwachsenen Katrin, Thomas, Florian und Claudia. Die musste leider schon weg. Kommt nach vorne bitte. Tolle Bilder, ein besonderer Musikeinsatz und super Schauspieler sorgen bei dieser schrägen Familiengeschichte für spannende Atmosphäre und durchgehend gute Unterhaltung. An dieser Geschichte zwischen Realität und Fantasie hat uns besonders gut gefallen, dass die Hauptdarstellerin am Ende ihre Eifersucht überwindet und begreift, dass sie keine Angst davor haben muss, ihre Mutter zu verlieren. Der beste Kurzfilm 2015 geht an Johnny Bakru. Ich bin sehr, sehr froh und dieser Preis bedeutet mir viel. Der beste animierte Kurzfilm 2015 geht an Mutterliebe. Mutterliebe.
this prize means a lot to me because, first of all, it's the first big prize for this film, and I was worrying how this film will be, how public will meet this film. It was as a big surprise because this film is new. I didn't know will people like it or how it will go with this film. And second, I just moved to Germany. That's why it's especially nice to get prize from German festival. Der Film nimmt uns mit auf eine Reise in eine unbekannte Welt. Er erzählt in einem ganz eigenen Rhythmus und mit starken Bildern, wie Kinder es schaffen, mit viel Energie und lustigen Einfällen einen Herzenswunsch nachzugehen. Der beste Langfilm 2015 geht an Meeresrauschen. Hello. I'm extremely pleased to receive the award for the best feature film for children at Lucas International Film Festival. And I deeply regret that I'm unable to attend the festival in person.